Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute habe ich endlich den Löwenherz am Start. Ich weiß, ein klein bisschen Verspätung hatte ich, aber jetzt ist es endlich soweit, das Review vom Löwenherz von Almasiva. Als erstes würde ich sagen, springen wir auch direkt in den Kopfbau. Ich zeige euch erstmal, wie ich mir genau dieses Köpfchen hier gebaut habe, das wir dann jetzt zusammen rauchen werden und dann gucken wir uns mal den Tabak an. So, kommen wir als erstes mal hier zum Kopfbau. Almasiva Löwenherz. Ein kleines bisschen ist schon raus, wie ihr seht, aber noch nicht so viel. Ich bin nur leider noch nicht dazu gekommen, den sehr häufig zu rauchen. So, Schritt Nummer 1, wie immer, wir rühren hier ordentlich unsere Dose um, weil ihr seht ja schon, unten ist der deutlich feuchter, ganz normal. Deswegen einmal ordentlich umrühren, damit wir hier die Molasse schön verteilen. Dann schnappen wir uns unser Köpfchen hier und immer mal eine Gabel Tabak und dann, ohne das groß zu zermatschen, erstmal locker ins Köpfchen reinlegen. Und wenn wir den dann voll haben, können wir uns die andere Seite von unserer Gabelstecherkombi nehmen und dann verteilen wir das Ganze hier noch ein kleines bisschen. Schnitt und Feuchtigkeit, wie ihr seht, ganz normal, wie gewohnt von Almasiva. Ich gucke, dass sowas wie hier, ne, wo Tabak auf dem Rand liegt, dass ich den gerade noch mit in den Kopf reinschiebe. Es soll auch nicht zu nah am Pfannenloch liegen, ansonsten fetzt uns das eh direkt in die Bowl und in der Bowl bringt uns der Tabak nicht viel. Und dann verteilen wir das hier einmal fleißig weiter. Wie hoch ihr das Ganze baut, ist natürlich Geschmackssache, ne? Manche mögen es mit ein bisschen mehr Kontakt, andere mögen ein bisschen weniger Kontakt. Da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen ausprobieren und dann dementsprechend Hitze geben. Also man kann pauschal sagen, je mehr Kontakt Tabak hat, desto vorsichtiger und desto weniger Hitze braucht man tendenziell. Gibt aber auch genug Leute, die ordentlich Kontakt und ordentlich Hitze rauchen. So, und dann sieht das doch schon mal gut aus. Gabelstecher-Kombi können wir sauber machen und ich gehe immer noch einmal mit dem Zeber hier über den Rand, damit man die restliche Molasse, die da drauf hängt, und so kleinere Tabakblättchen, ne, ihr seht es im Zeber, da bleibt immer noch mal ein bisschen was hängen, dass das weg ist, weil ansonsten könnte das dann, wenn ihr praktisch jetzt hier den HMD drauflegt, dann würde diese Kante vom HMD hier, die Kante würde dann praktisch genau hier auf dem Rand vom Kopf liegen und wenn da irgendwas dazwischen ist, ein Tabakblatt oder so, könnte das unangenehm werden, wenn das verbrennt. Ist ein kleiner Trick, den ich euch mitgeben will, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen drauf achten. Aber so sind wir schon fertig. Kalau drauf, Kohle rein und dann können wir loslegen. Ja, den Kopfbau habt ihr gesehen. Bevor wir zum Geruch kommen, Leute, ich will nur kurz darauf hinweisen, dass wir kurz vor den 100.000 Abos sind. Also falls mir da noch einer helfen möchte und mit ein bisschen Support gerade mal den Abo-Button drücken würde, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ich hoffe, dass wir es dieses Jahr noch schaffen. Kuss geht raus an jeden, der da ein Abo da lässt oder schon eins da gelassen hat. Aber nach dem bisschen Eigenwerbung kommen wir erstmal zu dem Geruch. Almasiva kennen wir ja schon, die typischen Dosen, die ich präferiere, also meine absoluten Lieblingsdosen, was Shisha-Tabak angeht, einfach zu öffnen für einen Rucksack. Vielleicht nicht die besten. 17,90 Euro kostet das Ganze für 200 Gramm und das hier ist die neueste Sorte. Drinne sein soll Pfirsich, Himbeere und Drachenfrucht. Wir kennen schon die Pfirsichnote von Almasiva, die hat mir pur jetzt nicht so gut geschmeckt, habe ich aber sehr, sehr gerne gemischt. Himbeernote hatten wir bis jetzt nur hier und da mal mit reingemischt, hatten wir aber auch noch nie pur, das heißt, da müssen wir mal gucken, wie wir das rausschmecken. Und die Drachenfruchtnote, eine der am liebsten und meisten gerauchten Sorten von Almasiva. Wenn davon ein bisschen was drin ist, dann kann das Ding eigentlich nur gut werden. So, aber ich würde sagen, wir riechen mal dran und gucken mal, ob wir auch Pfirsich, Himbeere und Drachenfrucht rausriechen können. Ich finde im Geruch sogar dominant die Himbeere, was mich ein bisschen wundert, weil Himbeere meistens eher so ein bisschen im Hintergrund untergeht. Drachenfrucht kann man gar nicht so krass genau rausriechen. Man hat da so eine säuerliche Note im Hintergrund und da würde ich sagen, das könnte die Drachenfrucht sein. Und die Pfirsichnote riecht man auf jeden Fall raus. Geht so leicht eher in die Richtung Pfirsich-Eistee. Der Massiv von Almasiva, der Pfirsichtabak, der hat für mich immer so einen leichten chemischen Beigeruch gehabt und auch Beigeschmack. Zumindest wenn man ihn pur geraucht hat. Das haben wir hier gar nicht und das ist sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, ob das eine andere Pfirsichnote ist oder ob das durch die Himbeere und Drachenfrucht kommt, die da noch mit dabei ist. Aber Geruch mal beiseite, der ist im Endeffekt ja eh gar nicht so wichtig. Hauptsache das Ding schmeckt, dann wäre mir eigentlich fast egal, wie das Ding riecht. Aber vorher gucken wir uns noch mal kurz die Rauchentwicklung an. Kann man sich doch definitiv nicht beschweren. Übrigens rauche ich das Ganze auf der M2
U1. Ist eine Aluminiumpfeife, die innen aber komplett aus Edelstahl ist. Ist auch von den Mose-Brüdern, die auch den Almasiva-Tabak machen. Deswegen habe ich mir die auch direkt geschnappt. Habe ich schon ein bisschen länger. Definitiv meine Empfehlung, wenn jemand eine Pfeife sucht, die man mit zwei Schlauchanschlüssen rauchen kann, weil die kommt direkt mit einem zweiten Schlauchanschluss. Man kann aber auch die mitgelieferte Kappe drauf machen und dann hat man eine schöne Einschlauchpfeife. Obendrauf noch den Oblaco, Kalaut obendrauf und drin ist natürlich der Löwenherz, ne? Ja, also Rauchentwicklung kann man sich definitiv nicht beschweren, meiner Meinung nach. Raucht sich sehr angenehm, raucht sich sehr, sehr gut. Ganz leichte, kühle Note haben wir mit am Start. Ist definitiv ein Cooling, also kein Menthol oder Minze. Das darf ja leider nicht mehr sein, aber eine ganz leichte, kühle Note haben wir da mit dabei. Stört aber null. Bei manch anderem Tabakhersteller, wenn da ein bisschen zu viel von ist, kann das sehr, sehr schnell störend werden. Haben wir hier aber definitiv nicht. So, geschmacklich, wie sieht das Ganze aus? Ich nehme nochmal einen Zug, ich muss nochmal drüber nachdenken, während ich hier rauche. Beim Einatmen auf jeden Fall direkt eine sehr, sehr süße Note am Start. Die bleibt auch definitiv auf der Zunge, bis dann irgendwann so diese Cooling-Note mit reinkommt. Es ist eher ein süßer Tabak, auch wegen dieser Süße, die sich auf der Zunge ablegt. Aber er ist definitiv nicht zu süß. Also für mich ist das sehr geil. Ich mag das nicht, wenn Tabak so babsüß ist. Das ist er nicht. Er ist süß, aber so süß, wie man sich halt eben so einen Pfirsich-Eistee mit Himbeeren und sowas vorstellt. Aber nicht übertrieben. Die Himbeernote ist da. Ich würde sie mir noch präsenter wünschen. Ich weiß aber, wie schwer es ist, in Shisha-Tabak eine gute Himbeernote umzusetzen. Und von daher ist das schon wirklich sehr, sehr nice getroffen. Die Drachenfruchtnote ist auch da. Also es ist ein bisschen verwunderlich, weil normal, wenn man so einen Mix aus drei Sorten hat, dann hat man vielleicht eine dominante, eine mittlere und eine, die geht fast komplett unter. Das ist, finde ich, bei dem Löwenherz sehr, sehr geil gemacht. Die sind sehr gut aufeinander abgestimmt, sodass die drei Sorten da sehr gut harmonieren und man auch alle definitiv rausschmecken kann. Ja, also selbst wenn ich versuche, bewusst drüber nachzudenken, was schmecke ich am meisten, die Drachenfruchtnote würde ich am ehesten in den Hintergrund schieben. Vielleicht die Pfirsichnote etwas in den Vordergrund schieben, weil ich denke, dass diese Pfirsich-Eistee-mäßige Note da eher für die Süße zuständig sein könnte. Die Drachenfrucht und die Himbeere vielleicht so eine leicht bittere, leicht kalte Note. Aber in Harmonie wirklich ein guter Tabak geworden. Für mich vielleicht sogar einer meiner Top 3 Almasiva-Sorten. Also für mich ein sehr leckeres Ding. Ihr habt ihr bestimmt auch schon probiert, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Tabak findet. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Video, eure Shisha WG.